Guten Tag, meine Damen und Herren, oder vielleicht guten Abend oder guten Morgen, je nachdem, Sie sich dieses Video anschauen. Gestatten Sie mir bitte, dass ich mich vorstelle. Ich heiße Zdenka Prochaskova, eigentlich Hartmann nach meinem österreichischen Mann Erich, der allerdings schon vor mehr als 20 Jahren diese Welt verlassen hat. Ich bin meinem Beruf als Schauspielerin, meinem Mädchennamen immer benutzt habe, blieb Prochaskova, obwohl das kein attraktiver Name ist. Ich liebe meinen Beruf, ich liebe das Theater und Film und Rundfunk und auch die Podien. Und diese Liebe, die ich in mir habe, Liebe zur Literatur, zur Poesie, bemühe mich jetzt an die Leute im Publikum zu übertragen. Vielleicht ist es auch deswegen, dass ich den größten Teil meines Lebens in Prag lebte, der goldenen Stadt, die so viele Künstler inspirierte. Prag war nämlich im 19., Ende 19. Jahrhunderts das Nest, wo die Brut der später genialen, weltberühmten Dichter und Klassiker geworden ist. Und da eben in diesem Nest haben sie das erste Mal ihre Schnäbel zum Gesang eröffnet. Ja, da kann sich Prag schon mit etwas rühmen. Es ist kein Wunder, dass zum Beispiel Karl Kraus, der zwar nicht in Prag geboren wurde, aber ein paar Kilometer weiter in Gitschain, sich für seine Kollegen, also an der Adresse dieser Kollegen, einen Aphorismus ausdachte. Es brodelt, es werfelt, es kafkat und kischt. Aber es gab auch andere, die genauso genial waren, zum Beispiel Rainer Maria Rilke. Den verehre ich am meisten. Schon deswegen, dass er auch Prag sehr geliebt hat und in seinen ersten Gedichten, am Anfang seiner Schöpfung, hat er sich eben Prag und auch ganz Böhmen, hat er sich als Thema gewählt. Aber er hat natürlich auch andere Themen gehabt. Er war fantastisch, er war genial, er war vielschichtig, er war überraschend wie sein ganzes Leben. Aber mehr werde ich Ihnen nicht verraten. Alles erfahren Sie erst, wenn Sie vielleicht zu meiner Lesung kommen. Das würde mich sehr, sehr freuen.